No way. Auch Team Cole kam nicht heim, nahm es aber sportlich. Die Wartezeit verkürzte er sich im Festzelt der Telekom, die Eröffnung ihres neuen Service Centers feierte. Und weil man dort zu arbeiten pflegt, durften die Festgäste nur schauen kommen. Zum Feiern mussten sie ins Zelt, wo sich die Kommunikation des Kommunikationsriesen vor allem um eines drehte, um das Flugverbot, mit dem Flugunternehmer Lauda so gar keine Probleme hatte. Keine Tragödie. Es gibt gewisse Dinge, da kann man nicht fliegen und es ist einfach, dann kann man nicht fliegen und fertig. Tragödie für alle, aber anders kann man das Problem nicht lösen. Nur diese Wolke gibt sich oft, die wird sich wieder verziehen und dann kann man wieder fliegen. Wie oft kommt so ein Tag vor, an dem wirklich Flugverbot herrscht? Ist das einmalig? Also einmalig wird es nicht sein, aber... In Europa selten natürlich, weil der Island-Ausbruch normalerweise nicht in unsere Richtung strömt. Aber in Indonesien und anderen Gebieten, wo mehr Vulkanausbrüche sind, natürlich gibt es das öfter. Da werden Luftstraßen verlegt, weil durchfliegen darf man nicht. Es gab zwei Jumbos, die in der Nacht in Vulkanasche geflogen sind. Ungefähr Ende der 80er Jahre, alle vier Triebwerke ausgefallen, Piloten haben nichts mehr gesehen, sind dann wieder herausgekommen, konnten Gott sei Dank wieder zwei Triebwerke starten und sind dann sicher gelandet. Also ein Flugzeug kann nicht durch Vulkanasche fliegen. Team Cole ist Zukunftsforscher. In die Zukunft schauen kann aber auch er nicht. So verbrachte er mit 100 anderen Gästen einen nasskalten Abend im Zelt. Was er am Rande des Festes sah, gefiel ihm. Team Cole hat mit der Zunge geschnalzt, als er deines verlängerten Rückens angesichts wurde. So, du bist modisch versiert. Wie knapp tailliert darf eine Kleid sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, ich hoffe, es passt. So darf man auf die Bühne aber leider nicht immer vor die Kamera, oder? Na sicher, natürlich. Also ich darf schon so vor die Kamera. Konkret ist ja nicht ein ganz strenges Nachrichtenmagazin, sondern ein Servicemagazin und da darf man auch schön angezogen sein. Die Moderatorin traf mit ihrem Outfit eine gute Wahl und der Gastgeber mit ihr. Fast nur Herren im Publikum. Aber das Thema war alles andere als Männersache. Das Handy wird am öftesten und längsten von Frauen genutzt, hörte man. Im Internet wiederum sind die Männer vorne. Wie haben wir einst unseren Alltag bewältigt, so ganz ohne Handy und Internet? Man hat viel mehr nachgedacht, man hat viel bewusster gelebt, man hat nicht so schnell gelebt. Man hat einen Brief geschrieben, man hat zwei Wochen gewartet, bis der Brief. Ja, dann hat es noch Backgeräte gegeben. Also angeblich hat es im vergangenen Jahr 33 Millionen Fragen gegeben, die bei Google eingegeben wurden. Und ich frage mich, wer hat das vorher beantwortet? Ja. Ich denke gar nicht mehr nach, wenn mich jemand was fragt, sondern ich google und schaue nach, was ist wirklich, was sind die Fakten, was sind die Zahlen, was sind die Daten. Gibt es die falsche Antwort, die dann wieder multipliziert weitergegeben wird? Auch das gibt's. Wohin uns die ganze technische Entwicklung noch führt, er weiß es und verspricht. Also ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten 10 Jahren mehr Veränderung stattfinden wird als in den letzten 100 Jahren. Also es ist eine aufregende Zeit, auf die wir zugehen.